Ich werde mich aber noch mal an das Thema Politik ranwagen irgendwann. Das verspreche ich hiermit. Journalistisch, wohl gesagt. Sadomaso-Club oder was? Mir egal, Bock hätte ich. Guck mal hier, da ist er. Der mahnende Blick des Jan Böhmermann. Ja? Er ist das gute Gewissen, ja, des Fernsehens. Wenn irgendwo mal was nicht so ist, wie es sein soll, dann passt er auf. Ja? Er ironisiert es. Ja? Er ist der beste und der wohl unbekannteste Satiriker Deutschlands. Hier ist Jan Böhmermann. Kannst du dir doch immer so Anzüge an? Ich bin heute casual, denkst du, aber ich komme in Wirklichkeit vom Casting zum Musical 2004. So war die Mode damals. Das trage ich heute und ich bin nicht genommen worden. Zu realistisch. Wie geht's dir denn? Was machst du gerade? Weil man weiß immer nicht, was du. Du bist immer ständig total beschäftigt. Ich möchte eine Bombe platzen lassen hier bei euch. Ja, na bitte. Wo ist die Kamera da? Ja. Es gab Spekulationen, in den Medien wurde viel erzählt. Heute ist der Zeitpunkt gekommen, es zu sagen, hier bei ZDF Neo, ich mache es, ich kann es, ich will es, ich kann es, ich darf es, ich mache es. Mich hat noch keiner gefragt, aber Herr Bellut, ich mache es, wetten das? Ja. Ist mein Job. Du kannst Gummibärchen essen und moderieren? Ich bin charmant, ich kann moderieren und kann Gummibärchen essen. Ich habe schon einen Fax geschickt an Dr. Bellut, aber bislang, also aber ich würde es machen. Zusammen, deine Idee? Geld will ich keins, aber nein. Ich würde es machen. Zusammen mit Nela Pangeli nach wie vor? Ich würde es machen, ja. Ich bin hier, weil wir zwei ja gleich nach dieser Sendung losfahren und auf Tour sind. Genau, ja, ich und Klaas Häufer Umlauf als kleiner grüner Drache auf der Bühne. Das ist wirklich die Hochanzrede. Du bist der schlechteste Parodist der Welt. Hallo, das ist mein Titel, ja. Den stimmt, ja, nach deiner Joko-Floko-Silberscheid-Geschichte, genau, das warst du, ja. Wir sind auf Tournee, das Programm heißt Zwei alte Hasen erzählen vom Führer. Ist auch eine Show für die ganze Familie. Zwei alte Hasen erzählen von früher. So. Ach so, genau. Ja, genau. Untertitel, die große Live-Sex-Show. Und auch hier möchte ich noch ein Geheimnis lüften. Wie sieht Sex aus zwischen uns beiden? Es ist eigentlich im Grunde genommen nebeneinander liegen, streicheln und weinen. Wir weinen und streicheln. Wir streichen so lange, bis zwei, drei Tage zum Teil, bis einer zum Orgasmus kommt. Meistens du, weil du keine Zeit hast, zum anderen Termin musst. Aus Langeweile. Aus Langeweile zum Orgasmus gestreichelt. Nachdem wir uns vier Tage gestreichelt haben, genau. Dann komme ich aus Langeweile. Und wir gehen gleich auf Tour. Klaas, du bist gut vorbereitet. Erzähl doch mal einen Witz, den du auf der Bühne erzählen wirst. Irgendwas Lustiges. Witz auf der Bühne? Ja, erzähl doch mal, was machst du so auf der Bühne? Auf der Bühne? Als kleiner grüner Drache. Ja, wir sind ja oft, sind ja oft in schlimmen Ecken. Ja? Ja. Also wir treten natürlich nicht irgendwie in der O2 World auf, sondern irgendwo in einem Fritz-Hensler-Haus-Scheiße, irgendwo in einer Siedlung. Ja? Und Untertitel der Tour ist abgehangen, sowohl die Gags als auch die Hallen. Genau. Und wir also 2000 erhalten werden, abgehangen auf 200 Leute. Maximal. Und selbst da ist immer noch ein bisschen Luft nach hinten. Genau, ja. Und das sind dann oft, wo es auch da sozial noch nicht so, also das sind die Kinder, die dort wohnen, in den Gegenden, wo wir auftreten, die spielen auch nicht Mutter, Vater, Kind. Aus Ermangelung an Vorbildern spielen die nur Mutter, Kind, 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 Kind. Weißt du, weil sie es nicht anders kennen. Wo man sich überlegt, ich gehe in die Kneipe, du gehst in die Kneipe, wer passt auf die Kinder auf? Ach, super, RTL, wie immer, ne? Ja, genau. Ariel. Kann einfach mal Ariel. SpongeBob. Ja, genau. Und wenn er dann immer noch wach ist, ne, einfach, letztens auch bei der Super Nanny, da hätte ich aber auch hingeschmissen. Ne? Mhm. Die Kinder super aufgedreht, was bei Mitten im Leben oder Super Nanny, die Kinder total aufgedreht, den ganzen Tag. Die Mutter, ich weiß auch nicht, die sind immer total aktiv. Ja, und ich weiß, und dann gab es Mittagessen und die stellt original eine 2-Liter-Flasche Billig-Energy-Drink vom Lidl auf den Tisch und sagt, die Kinder mögen nichts anderes. Die trinken keinen Saft. Ja? Und die wundern sich, dass die natürlich, die haben gar keine ADS, die trinken einfach super viel Energy-Drink. Und der hilft. Die Termine, ansonsten aber gerne, die Termine zur Tour, zwei alte Hasen erzählen von früher sind, ich habe es mir hinten drauf geschrieben, Bielefeld, morgen Abend Bielefeld, im Ringlock Schuppen, dann sind wir in Münster am Samstag in der Aula am Aasee. Am Aasee? Am Aasee. Ja, gut, ja, von mir aus. Ja. Wie Aachen, die Stadt Aachen im Westen Deutschlands. Dann sind wir in Osnabrück, im Rosenhof, dann in Bremen, im Fritz und in Oldenburg in der Kulturetage. Deine Heimatstadt, deine Heimatstadt, ausverkauft ist es leider nicht. Nee, natürlich. Nee, aber an dem Tag... War deine Familie, kann deine Familie nicht oder kommt sie längst nicht mehr? Also meine Familie, die schämt sich natürlich seit Wochen. Also ich habe das früher mal erzählt, ich arbeite bei NTV. aber das geht ja jetzt nicht mehr. Ne? Und ZDF Neo als Punkrock-Version geht da einfach nicht so durch. Ne? Mhm. Naja, wir haben noch einen kleinen Trailer zur Tour. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt, was hier kommt. Ich auch. Wir schreiben das Jahr 2051.
Der klimabedingte Anstieg des Meeresspiegels hat aus Berlin eine Insel gemacht. Als Klaas und ich damals gemeinsam auf Tour waren, war Homosexualität, also schwul, noch nicht heilbar. Da habe ich da irgendwann im Uso-Rausch dazu gesagt, nicht, dass wir dieses Bühnenprogramm machen. Ah, kommt nicht. Zwei Supernasen sagen Hüa. Wir haben die Hallen voll gemacht. Ich habe mir die Hosen voll gemacht. Komisch, dass das eigentlich unser Karriereende war. So sieht's aus, ja. So. Und dann, was darf man denn von diesem Abend erwarten? Also ich habe gehört, es gibt irgendwie, es ist ähnlich wie bei der Blue Man Group, ne? Also in den ersten drei Reihen werden so Planen verteilt und dann spritzt es so von der Bühne runter. Man muss ja zum Publikum sagen, das Publikum ist immer so aufgestellt, die 14-jährigen, 19-jährigen Mädchen kommen wegen dir, die Halle ist voll. Ja. Und bei mir sitzt meine Mutter hinter der Ecke, das ist mein Publikum. Ja. Und wir legen eine Plane komplett über alle und dann in Körperflüssigkeiten, Farbe und dann wird getrommelt. Dann kommt der kleine grüne Drache. Und am Schluss Rap mit Bushido, die Texte, die Peter Maffay nicht haben wollte. Ja, genau. Und vorgetragen von Peter von Rosenstolz. Ich freue mich schon, ja. Vielleicht hat Peter Maffay Bushido und Tabaluga in Flagranti erwischt. Meinst du? Kann sein. Wir wissen nicht die Frage genau, ist, wer sitzt oben bei Bushido und Tabaluga? Ja, das ist auch so eine Frage, die ich mir vor Oscar Lafontaine und Sarah Wagenknecht mal wieder frage. Oh, aber Gott, naja, gut. Ich glaube, Oscar Lafontaine sitzt oben. Ja. Auf Sarah also morgen geht das genauso weiter. Ja? Wir werden das jetzt mal kurz unseren inneren Monolog mal wieder auf leise stellen. Aber morgen gibt es das 2,5 Stunden lang in Bielefeld. Und dann irgendwie und zwar für Geld. Für Geld, genau. Das hättest du nicht sagen dürfen. Aber genau. Es gucken mehr Leute zu. Genau, es ist wahnsinnig teuer, aber es lohnt sich. Also, wir sehen jetzt noch mal. Erstmal herzlichen Dank, Jan. Schön, dass du da warst. Und schön, dass ich die nächste Woche mit dir verbringen darf. Tschüss.